So, da sind wir schon wieder. Haben uns völlig verquatscht. Bis mir irgendwann eingefallen ist. Sinnvolle Information. Das war sogar echt sinnvolle Information. Ich werde es auch euch gleich mal zeigen. Sobald ich hier etwas geändert habe. Das ist der Nachteil, wenn ich alles in einen Silo packe. Jetzt habe ich nichts mehr im Inventar. Ich brauche... Ich habe keine Fließbänder mehr. Ach doch, da habe ich welche. Okay. Ich möchte mich kurz die ganzen Fließbänder hier drehen. Dass das Zeug hier wieder reingeht ins Lagerhaus. Weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. An der Stelle. Ja, da noch. Oh Gott. Und dann müssen wir es abreißen. Super. Gute ist, es kostet keine Fließbänder, hoppla. Es kamen übrigens Mod-Vorschläge, die gar nicht so schlecht sind. Schieß los. Hab nur vergessen zu erwähnen. Und zwar die Auto-Updater. Das ist quasi, oder ich weiß nicht, ob es Auto-Update heißt. Aber du hast dann wie im Bauplan so ein Teil in der Hand. Der Upgrade-Planner. Ja, der Upgrade-Planner, genau. Wo du halt auf einen Schlag mal eben alle Fließbänder, die du markierst, von gelb auf rot machst. Oder von rot auf blau. Wurde auch Auto-Deconstruct vorgeschlagen? Du meinst, dass es die Drohnen selber machen? Drohnen automatisch zum Beispiel Bergwerke abbauen, die gar nichts mehr haben und so. Das ist natürlich auch cool, ja. So, wir sind faul. Wir machen das mal so. Fragt, wann geht er denn aktiv mit seinem Filter? Sobald du dem Ärzte schickst. Ja, aber wie weiß ich denn, ob er es nehmen darf oder nicht? Ich meine die Menge. Wie setze ich die fest? Nein, das ist ja der Clou. Es reicht schon, wenn du sagst, du nimmst ein Kabel und gehst auf dein Warenhaus. Ja, hab ich. Dann gehst du mit dem Kabel auf einen Vergleicher. Und sagst von... Auf einen Vergleicher, ja. Und sagst von mir raus, von wegen, wenn kleiner 1000, dann gib mir Eisen auf 1 oder sowas. Und das gibst du dann auf den Greifer. Wenn du mehr ich muss für jeden Rohstoff einen Vergleicher machen. Ja, anders geht's nicht. Ja, genau. So weit hast du gerade eben nicht erklärt. Hast du da einfach Greifer, filtern, Kabelrand, läuft. Ja, ich dachte, das wäre offensichtlich. Nein. Denken ist nicht wissen. Ja. Für diejenigen, die sich fragen, das haben wir gerade offline besprochen und leider offline, aber ich werde es nochmal kurz erwähnen. Und zwar hier oben bei Schnapsi. Ah, nee. Man sieht schon, es ändert sich immer wieder was an den Filtern. Das ist ganz witzig. Und zwar haben wir hier die Belader weggeschmissen und haben hier die filternden Greifarme gesetzt. Denn der Schnaps kriegt hier verschiedene Arten von Zügen. Und manchmal kann sein, dass die Züge ankommen und er die Ressourcen aus diesem Zug gar nicht braucht. Und deswegen geht er jetzt mit dem Kabel hier auf dieses Warenhaus. Ihr seht ja hier auf dem Strommasten, was ankommt. Diese Signale muss er verarbeiten. Und zwar so, wie ich es ihm gerade erklärt habe, dass wir sagen, zum Beispiel, er will jetzt nur 1000 Eisen, Kupfer und dieses Bauxiterz ist es, glaube ich, oder? Oder was ist das? Keine Ahnung, dieses Gelbe. Nee, da? Silber und... Das Gelbe da ist... Aluminiumerz? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall stellt er das dann hier so ein, dass er dann aus den Werten, die er haben möchte, eine 1 generiert, wenn zu wenig da ist. Und sobald ein filternder Greifer dieses Signal bekommt, filtert er genau nach diesem Zeug. Ihr seht, Kupfer war gerade da, wurde nichts rausgenommen, weil die Filter momentan einfach gar nichts eingestellt haben und dann arbeiten die auch nicht. Geht leider mit Belader nicht. Und für diejenigen, die jetzt vorschlagen, hey, warum nimmt ihr die langsam? Ganz einfach, es könnte ja passieren, dass mehrere Ressourcen gleichzeitig fehlen. Und es kommt ein Zug, der hat Kupfer. Schnaps braucht Kupfer, aber... Wenn ihr die schnellen nehmt, kann ich ja mal hier hinsetzen, der kann immer nur 1 gleichzeitig filtern. Wenn da jetzt Eisen drin ist, durch diese Programmierung, weil das ist ein Zufall, je nachdem, was schneller programmiert wurde. Also wenn da jetzt Eisen, Kupfer und ich sag mal noch Silber gleichzeitig eingestellt ist, durch die Vergleicher, wird 1 der Signale reingeschrieben. Vielleicht tauschen die sich auch sekündlich, ich weiß es nicht. Habe ich nie ausprobiert. Weißt du das keinen zufällig? Was denn?
Wenn du einem filternden Greifer, der nur eine Sache filtern kann, drei Signale schickst, welches nimmt er? Wechselt sich das durch oder? Frage, was ist das Dominante? Gut, ne? Ja. Oh Gott. Der stinknormale filternde Greifer kann doch schon fünf Stück nehmen. Ja, es ging auch nicht um den filternden Greifer. Es ging um den schnellen filternden. Der kann das nicht. So, ich hab's eingestellt. Die haben alle jetzt das, was ich brauche, im Menü drin, ne? Und den Rest nicht. Aha. So wie gesagt. Ach, Eisenplatten brauchst du auch noch? Ja, nicht viele. Immer so zwischendurch mal welche. Okay, aber dann weiß ich Silber. Warte mal, hab ich das schon? Hab ich da einen Bahnhof? Ich müsste da schon Bahnhof haben, glaube ich. Oder? Aber zwischendurch. Welchen Arm hattest du da gerade? Nimm den filternden Stapelgreifer. Der kann maximal gleichzeitig nur eine Art filtern. Ach, der Stapelgreifer. Ah. Ja. Ich hab die gerade zu diesem. Ich guck mal kurz. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das muss mutatieren. Ah. Puh. Okay, wir müssen. Dann gehen wir hierher. So. So. Okay, das war noch dämlicher, was ich gerade gemacht habe, aber. Ne. Nein. Ja, dachte es mir auch gerade. So, jetzt. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, welchen wir da anschließen müssen. Wir haben. Welcher gibt denn hier. Hä, ist das egal? Nee, eins war für hier, das geht hier rein, genau. Und die anderen gehen da rein und da rein. Das heißt, das hier ist. Das normale Silo und das ist das Schlacke-Silo. Okay. Ich weiß es. Ja? Möchtest du es auch sagen? Ja, das wollte ich gerade tun. Relativ simpel gemacht, das, was im Alphabet am Anfangsbuchstaben vorne steht. Ah, okay. Ja, das ist wahrlich simpel. Ich habe jetzt einfach mal hier ein paar Sachen drinne. Echt, jetzt dieses bescheuerte Ding hier oder was? Oh. Jetzt hat er zum Beispiel nur Bobmonium, was er annimmt. Jetzt nochmal Aluminiumohr mit rein. Ey, jetzt hat er sich auf Bobmonium. Hä? Das ergibt keinen Sinn. Doch nicht. Nee. Hat er das gemacht? Jetzt macht er das nicht mehr. Ja gut, vielleicht ist vielleicht beides. Da, was als erstes kommt und wenn was gleichzeitig kommt, dann vielleicht Alphabet. Kann sein, ja. So, jetzt läuft die Anlage wieder. Halleluja. Hier fehlt ein bisschen Brennstoff. Oh Gott, habe ich viel Zeug. Das kann da rein und das kann da rein. So, wenn wir jetzt noch gescheite Belader hätten, haben wir die vielleicht hier noch drin? Gucken wir mal. Nö, haben wir nicht. Stellt Cody die schon her? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich ja, aber dafür. Ich habe gerade ein kleines Problem mit dem Beladern, was ich gerade lösen muss. Okay. Ach, es kommen keine blauen Belader mehr. Wir haben gar keine blauen Belader. Blauen Teiler. Ah, okay. Denen fehlen die Schaltkreise. Ah, Schaltkreise fehlen. Warum fehlen Schaltkreise? Also fehlen, weil. Transistoren kriegen und. Kunststoff! Ach, jetzt haben wir da hingebaut, wo der braucht. Da war so ein Fiesmemoor. Der ist kaputt. Naja. Naja, ich weiß, dein selektiver Tinnitus, ne? Mein selektiver Tinnitus, ja, der ist aber verdammt selektiv, muss ich mal so sagen. So unberechenbar selektiv. Unberechenbar. Kunststoff! Beep. Meint ihr, ich kann ihn verrückt machen, wenn ich immer wieder mal Kunststoff sage und er ständig ein Piepsen hat? Puh, probier's. Kunststoff! Beep, beep. Ach man, heute klappt gar nichts hier. Ah. Ich kann auch variieren mit den Beep-Tönen, so ist das nicht.
Oh je. Da bin ich ja nicht so. So. Raus mit halt aus dem Bongs. Oh. Oh, mineralisiertes Wasser wurde gerade abgeholt. Schön. So, wenn er vom Teufel spricht, schon ist er da. Zack. Können wir gerade hier, dass wir es einfach gleich haben. So. Und jetzt haben wir hier schön Platz für neue Bahnhöfe. Oh. Produzieren wir mittlerweile automatisiert Gleise? Immer noch nicht. Ich fordere mal welche an. Mal gucken, ob welche kommen. Da wird wahrscheinlich kein Stein mehr in der Anlage sein. Kein Stein mehr? Oh, das ist mal produziert. Denke ich mal. Also das ist so die Hauptursache. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Oh, ich verbrauche wieder instant alles an Stein. Dann muss ich das umbauen kurz, dass wir da immer Reserve haben. Stein im Logistiksystem 607. Klar, der schießt natürlich das sofort raus. Das ist schlecht. Haben wir aber. Ja, damit was anfangen? Oh ja, das ist schon mal gut, danke. Jetzt habe ich keine mehr. Aber ich brauche gerade auch keine. Okay. Ja, gib Bescheid, wenn du welche brauchst, dann gebe ich dir welche wieder. So, Bedingungen zur Aktivierung. Kleiner. Nee, größer. Ja, lass mal 2000 einsammeln. So. Oh, wo werden wir angegriffen? Wo ist denn das? Schnapsi! Deine Anlage wird angegriffen! Schnach wird angegriffen! Jetzt wird schlecht. Ja, das ist einer. Ach, da oben. Ja, das hätte ich. Ja. Die Sündpist da oben bei dem Saphiritfeld. Wo ist das denn? Ach, da hinten ganz. Das ist ganz am Arsch der Welt. Das ist mir bei mir im Safe-Game auch aufgefallen. Irgendwann ja, mal hat Brummi ist schuld. Seine Umweltverschmutzung. Wieso ist Brummi schuld? Ja, guck doch mal, wo die Brummi-Verschmutzung ja. herkommt. Okay. Alles rot. Was? Nö, nix doch. Da. Guck mal, ja, nee, es ist nicht meine Anlage, weil meine Greenhouses sind aus und das, was drüber ist, ist die verdammte Stromanlage. Das sind unsere Steam Engines. Das bin nicht ich, der diesen riesen Fleck verursacht. War sehr interessant, dass der eine hier gefunden hat. Da muss er irgendwo noch eine ganze Herde herumfliegen. Ja, bei dem Saphirit, fällt. Wart's ab. Bis sie kommen. Ja, genau. So, wir reißen es wieder ab. Vielleicht habe ich dann alles. Ja, genau, die Haltestelle wollte ich. So, gucken wir mal. Rein theoretisch könnten wir natürlich auch den Bahnhof hier oben hinsetzen. Dann hätten wir noch genug Puffer. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, das kaufe ich für einen Dollar. So. Wer kennt den Spruch noch? Nee. Ja, der Film ist mittlerweile ein Klassiker. Das hat mir jetzt gar nichts gesagt. Eine Handvoll Dollar? So Klassik nur auch wieder nicht. Nein, Robocop. Oh Gott. Der Robocop, ja. Oh Gott. Der Klassiker, der uralte Robocop, ne? Ja, der ganz alte. Ja, natürlich. Fernseher. Das war vor meiner Zeit, eindeutig. Oh, bei mir der ist aus den 80er Jahre? Der ist aus den 80ern. Ja, wollte gerade sagen. Oh, was haben wir da fertig geforscht gerade? Advanced, eingestellt. Ja, Advanced Steam Power. Wir haben jetzt die Steam Turbine MK2. Die liefern 10 Megawatt. Okay. Was haben die da vorgeliefert? Die normalen? 5,8. Das ist der Witz. Die liefern 5,8 und jetzt gucke ich mal, was liefern meine MK3 normalen?
2,7? Ah, okay. Also hat sich schon gelohnt, alles klar. Nochmal ein Kurs für die Allgemeinbildung. Robocop, der erste Film, 1987, das Erscheinungsjahr. Oh ja, 80ern. Ja. Ja, okay. Der Nachfolger Robocop 2 kam 1990 in die Kinos. 3 und 4 waren ziemlicher Trash. Ach, es gibt 4? Ich glaube 1 und 2 3 und 3 und auch. Achso, 4 wird schon gar nicht mehr gelistet auf Wikipedia. Ja, der hat irgendwie so einen anderen Titel, irgendwie so ziemlich. Ach Gott, wir haben ja 3. Okay. Schnapsi? Ja. Ich habe ein kleines Klischee. Ich bin voll mit Abwasser, weil meine Züge voll mit Wasser sind und es nicht abgeben können, weil ich mit Wasser voll bin. Bei mir läuft die Anlage gerade über. Weil ich habe nämlich einen Zug, der bringt immer nur Wasser. Oh! Der böse Tankwaggon hatte ich umgefahren. Hey. Und das an deiner sicheren Bahnübergang. Ja, ich bin ja gerade so umprogrammiert gewesen. Ja, ja. Die Umprogrammierung war schuld. Schnapsi? Freude im Motto, die Rente ist sicher. Sorgst du für Brennstoff an den Zügen? Für die Wasserdinger? Kannst du das machen? Aktuell nicht, aber ich kann da mal gucken, was ich da bauen kann, was so als Brennstoff durchgeht. Du, Cody hat da was ganz Nettes, du musst es nur anfordern. Hä, was? Wie? Hm? Hier, dein Brennstoff, den du erzählt hast. So. Wo war denn der? Wie hieß das Zeug? Enriched Fuel Block. Ist unter Bob's Materials. Oh, da wird gar nichts mehr hergestellt. Hm? Nö, ist leer. Ganz blöde gefragt, habt ihr Anforderungskisten? Ja, also nee. Nee, wir sind doch 1,5 km im Silo. Anforderungskisten? Ich kann dir eine geben, Moment. Es ist ein Anforderungssilo da, du kannst es anfordern. So. Ja, alles klar. Ja, nee, das ja. Dann setzt ihr nämlich überall eben kurz Anforderungskisten und einen Arm an meine Bahnhöfe und dann werden die betankt, werden die da abtanken. So ist mein Plan. Aha. Boah, Zug. Bei dem Stoff sind 3 Stacks übrigens 60, ne? 60? Okay. Okay. Sehr komische Zahl. Okay, geiler Stoff. Geiler Stoff. So, das ist das weiße Gold. Auch nicht. Ich frag dich gleich nochmal, wie es heißt. War das Mutter, der Mann mit dem Koks ist da? Genau. Ja, mein Sohn, das weiß ich ja. Ah, Ohrwurm-Alarm. Ja, es ist passiert. Du hast recht, da wird nichts mehr hergestellt. Weil das Ding leer ist. Stuhl leer ist. Weil da nichts mehr. Ich geh mal gucken, was da los ist. Ölanlage ist irgendwie immer so ein bisschen ein Problemkindchen. Ich konnte gerade 2 Anforderungskisten herstellen. Weiter. Das glaube ich passend. Fehlt Residualgas. Oh Mann, Kohle, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Mann. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, Kohle, also, das sehe ich von hier. Den Schmiermittelanlagen fehlt Residualgas. Ja, das sehe ich auch. So, was fehlt? Wahrscheinlich das die kommt Tanks. Ja von dem lieben Schnaps, ne? Wie heißt ihr? Ja, irgendwie nicht. Wie heißt nochmal der geile Stoff? Koks? Enriched Fuel Block. Weißer Enriched. Quader. Ah, alles klar, ich hab ihn. Aber ich fordere mal 20 an, das passt denn ja. Das ist Deck. So, wir füllen mal das wieder auf, das hatten wir ja vorhin draußen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir packen einfach mal die grundlegenden Sachen rein. Nochmal eben gefragt, weil ich es noch nicht genutzt habe, was heißt dieses Häkchen vom Pufferkisten anfordern? Es gibt diese neuen Kisten, die grünen, die Pufferkisten. Wenn du das Häkchen setzt, dann holen sie, glaube ich, nur aus der grünen Kiste raus.
und nicht aus den normalen Lagern. Aber ich kann mich dann täuschen. Ich habe es noch nicht effektiv testen können. Ja, sie holen dann auch aus den Kisten. Kann es sein, dass da jemand ein Signal nicht gesetzt hat? Was? Wo? Wo staut's? Ganz oben bei Schnaps. Oberste Dingens, da stehen zwei Züge direkt hintereinander und können nicht fahren. Und ich glaube, einer davon ist der fürs Residualgas. Huch. Ja, da hast du recht. Dann mal gucken. Ja, ich sehe es. Jetzt ist gerade. Ah, okay. Jetzt, yes, ein bisschen. Achso, ja, der Bahnhof ist aktiv hier so. Ah, da kommt ein Zug her. Ja, genau, das war nämlich der fürs Resigas. Ja, der. Wieso hing der da oben denn? Der Erzbahnhof hatte kein Ausgangssignal und da steht ein Erzzug und der hat quasi dann alles ausgeschalten. War mein Fehler. Okay, dann sagen wir ganz einfach mal, Dossi hat heute Schuldfolge. Oha. Wenn irgendwas ist, Dossi ist schuld. Dossi? Nein, ich bin nicht schuld. Kannst du mir nochmal sagen, wann so ein Zug kommen soll, damit ich nochmal kurz rüberrennen kann? Ich sollte sagen, wann ein Zug kommt. Ja, wann du meinst, dass ich sterben würde. Wann er loslaufen muss, damit er definitiv tot ist und sein Bahnübergang nicht funktioniert. Boah, Alter, das ist ein Timing. Da kommt jetzt ein Zug, da kommt jetzt ein Zug. Kein Sprit jetzt haben, rüberrennen, jetzt rüberrennen. War's zu langsam. Ja, das ist schwer einzusetzen. Jetzt kommt noch ein Zug, aber das ist... Jetzt kommt noch ein Zug. Ja, du bist zu langsam. Hat dem Sauerstoff da ein bisschen Sprit. Der hätte dich überfahren. Du bist nämlich drin und er ist durchgefahren. Der hätte dich überfahren. Ja, was er nicht machen hätte dürfen, weil er drei rote Signale gerade überfahren ist, Arschloch. Ja, und das, die wenn es danach gehen würde. Die Züge haben Bremsen und die sind... Die gehen nur an, wenn das Signal abstandstechnisch passt. Ansonsten sind die Bremsen zu klein. Bremskraft erforschen. Ja, da muss sie ziemlich hoch gehen. Bei unserem Brennstoff momentan. So, hat mir jemand Stahl? Ich habe massiv Probleme. Der war gut. Ach nee, es liegt am Eisen, Entschuldigung. Eisen kann ich dir geben. Ach, ja, ich habe schon. Nochmal 4 Stück bauen. Hat mir jemand einen MK2-Zug zufällig? Hopp. Auch nicht. Ich habe meinen letzten Zugsachen alle im Schnuckel gegeben. Mal kurz gucken. Läuft eine Pumpenanlage schon? Das ist eine gebaut, oder? Habe ich irgendwie im Kopf. Wer hat was gebaut? Oder? Nee, ich irre mich, glaube ich. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Co. die Pumpen... Doch, da sind sie. Ja, doch, wusste ich doch. Pumpenmark 2 kannst du anfordern. Ja, ich bin zu weit weg. Ich muss da rausnehmen. Danke. Auch Mark 3 Pumpen bauen lassen. So, die linke Seite läuft. Können wir noch einen Zug bauen? Ja, dann muss es halt der langsame Zug sein. Was soll's? Erstmal. So. Schnaps? Ja. Wie heißt der Bahnhof für, warte, wie heißt das Zeug? Für Florik Wastewater? Schnaff X3 F-Wasser. F-Wasser, okay. Bedingungen einfach nur Inventar leer, oder? Ja. Bloß das Übliche bei den Wartebahnhöfen. Ja, das hab ich kopiert. Okay. So. Hier direkt drohen, hört auf, mir mein Stuff zu klauen. Das nennen wir dann Erz. Wie haben wir es hier genannt? Schwefelabwasser. Dann Fluorikabwasser. Wahrscheinlich habe ich es falsch geschrieben. Ist mir egal. Fluorik. Da ist es doch. Jetzt irgendwie einen anderen Ohrwurm verpasst. Ta voll. Das passt. Das passt. Das kommt weg. So, ich weiß gar nicht, ob ein Zug da reicht. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Zug sorgt auch dafür, dass Wasser kommt. Ich hätte vielleicht auch einen alten Zug einfach umprogrammieren sollen, weil im Endeffekt... Ach, wobei, wird schon irgendwie reichen. Diese Motivation.
Mutti was? Genau. Mutti, genau. Alles Scheiße außer Mutti. Alles Scheiße außer Mutti. So, wenn wir das Zeug bauen, legen wir mal hier eine fette Leitung. Ich muss nur gucken, wo wir hier entlang gehen. Der Keiner, der hier so ein schönes System, das möchte ich eigentlich nicht unterbrechen. Das heißt, er geht immer hier dazwischen mit dem Abwasser. Das heißt, hier müsste das Abwasser lang. Okay. Ey, haben wir nicht einen Tunnel da? Echt jetzt? Okay. Da fehlen noch Ork-Crusher, sehe ich gerade. Habe ich ja, zwei Stück sogar. Zack und zack. Ach, Menno. Tunnel. Da. So, nicht wundern. Ich kenne den Trick mit dem Laufen, aber ich möchte auch Pumpen setzen. Ich glaube, das machen wir einfach mit Blueprint. Ich glaube, das ist deutlich simpler. Uli, hast du noch einen Teiler da? Ja, wo brauchst du? Hier, da wo ich gerade stehe. Oh, das sind alles Blueprints, die ich nicht löschen will. Oh, ich bin schon wieder voll. Fuck, das ist das Problem. Sobald ich mit Drohnen anfordere, bin ich gleich voll mit dem Scheiß. Hier gibt es keinen Bauplan, den ich löschen könnte. Gut, ich könnte sie neu herstellen. Oh, warte mal, den habe ich doppelt. So. So, setzen wir das einfach mal so eben. Hoffentlich kommt nichts im Weg. Oh, das wird knapp. Ah, hier ist eine Leitung im Weg. So ein Scheiß. Gut, dann müssen wir das hier hinsetzen. Da wäre es theoretisch. Dann kommt das quasi hier hin. Weiß ich auch, was ich bei deinen Versorgungsanhäusern noch einstellen kann, Pumpen. Ja. Weil da brauche ich. Musst halt eine neue Leitung legen, ne? Weil da die Ersatzleitung, die habe ich schon benutzt. Hä? Okay. Hast vergessen? Du hast meine Ersatzspur gelegt und hast du mir gesagt, die kannst du noch einstellen und die ist jetzt verwendet. Aber so wie es klingt, weißt du nicht mehr, von was ich rede. Ja, ich weiß, wovon du redest. Ah, schön. War selten, aber diesmal tatsächlich. Das stimmt wohl, ja. Muss ich das in den Kalender eintragen? Wäre hilfreich. Eigentlich müsste ich das in den Kalender. Und hey, ich mein's ernsthaft, ich habe endlich einen Kalender hier hängen. Also ich könnte es sogar eintragen. Ach, Schulter sind weg. Nicht. Ich auch. Wir alle. Ausnahmsweise. Okay, also kein wollte Bremskraft. Ohne halt Moment, ich brauche gelbe. Nee, ist ja jetzt sehr. Das ist so nervig. Oh, halt hier. So, Zugbetankung bei meiner Abwasseranlage für jeden Bahnhof, der benutzt wird, eingestellt. Wie was? Jeder Zug bei mir wird es betankt. Ach so, okay. Ich war gerade, ja, alles klar. Ja. Boah, ist das ein Weg hier, ey. Ich komme endlich an. Halle, Julia. Das heißt, wir müssen hier anschließen. Ach ja, ich habe noch so ein bisschen Schlacke, weil ich immer nicht versende, falls du noch was abholen willst. Oh Gott. Ja. Immer rein in die Landaufschüttung. Genau. 48.000 Schlacke. Da gibt wieder zumindest einen Quadratmeter. Och, die ist schnell verbraucht. Ja. Dann sage ich auch nur einen Quadratmeter. Ja. So, hier eine Pumpe, da eine Pumpe, da eine Pumpe. Ah. So, Schnaps, wenn ich alles richtig gemacht habe. Ja. Müsste jetzt gleich ein netter Bahnhof vollgesaugt werden. Und dann kriegst du neues Abwasser. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich mein Zeug krieg, was ich brauche. Weil du was Neues herstellst gleich. So, es wird gepumpt. Das sieht schon mal gut aus. Bei jemandem Belader?
Oh, da hinten fehlt noch Strom und alles. Ach, okay. Nicht in grün. Heiß egal, welche Farbe. Ja, wo bist du? Moment, weiß, wo ist, hier. Ist da? Ja. Oh, welcome. Durch den Kunststoffmangel sind nämlich hier die Belader gerade ausgegangen. Ah, okay. War das gerade eine Anspielung? Haben diesen Kunststoff reinge... eigentlich vielleicht? Hab ich erwartet, aber egal. Ah, warte, warte. Genau. Ach stimmt, die haben wir ja aufgehört mit der Leitung legen. Da kommt doch Kunststoff. Läuft doch. Echt? Wo? Wo? Ja, viel zu langsam. Schnaps viel it zu läuft langsam. Aber doch. Kannst du nicht immer alles haben? Oh, hatte ich nicht vorhin. Hey. Aber alles haben. Ja, das weiß ich, wo du alles haben willst. Upgraded auf Mark 4. So, hier fehlen immer noch Storage MK2-Tanks. Wir können aber schon mal. Kunststoff muss größer gebaut werden. Ja, das weiß ich. Fehlt beim Kunststoff nicht einfach nur Ressourcen, damit es schneller läuft? Ja. Ja, aber 6 Fabriken sind zu wenig. Ja, nee, die laufen ja nicht auf Vollleistung. Gerade das Rohgas, was fehlt. Okay, also an den Ärzten liegt es nicht. Das ist doch schön. Nee, für Kunststoff liegt es nicht an den Ärzten. Gut. Mehr wollte ich nicht. Auf jeden Fall liegt das jetzt gerade an Rohgas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da brauchen wir auch noch einen. Benzinegas ist auch noch voll. Residual auch. Und hier soll ich schon weg hier? Der ist auch noch nicht mal. Oh, scheiße. Die Anlage muss ich dringend anpacken. Guck mal, so langsam, wenn der Zug wieder hier runterkommt, ist auch der Residualgas-Tank hier unten beim Öl voll. Na, siehste. Packen wir mal eine kleine Schaltung hin. Wo habe ich denn mein Zeug? Nee, den nicht, sondern den anderen. Den habe ich bestimmt wieder nicht. Doch hier. So. Gleiches Spiel. Ihr da draußen solltet mittlerweile diese Schaltung, glaube ich, aus dem FF können. So. Wir mischen diesmal die Farben. Machen wir es. Können sie auch so. Das brauche ich auch noch gereinigtes Wasser. Im Endeffekt egal. Die Messung geht hier rein. Der Ausgang geht hier drauf. Wir drehen das Ganze. Machen hier ein, damit es universal ist, ein jeweils. Ja doch, das müsste gehen. Minus 3. So. Das gibt mir das aus. Und ich habe wieder die berühmte Frage, Cody, Kain. Kleiner 1. Danke, beim Füllen. Kann's mir nicht merken. Ja, kleiner 1. Das gibt's echt nicht. Ich kann mir die Scheiße nicht merken. Das ist das Einzige, was ich nicht merken kann. Ist kleiner 1. Ja, ich glaub's dir. Nee, deswegen sag ich's dir gerade. Das ist echt furchtbar. Ich weiß auch nicht. So, und noch 2 davon. Ja, diese aufkommende Demenz. Na, Cody, du kriegst jetzt die Tarn runter. Yay! Gold? Oder produziere welches in einer Anlage? Was willst du? Citric Acid. Ja, ich bin dabei. Na gut, mach schneller. Danke, ich bin jetzt hochmotiviert. Sehr gut. Oh, die Anlage läuft wieder. Ja, da wird Zeug hergestellt und Wasser verbraucht, was wiederum gut ist, weil dann die Züge hier. Da sieht man richtig, wie hier die Tanks leer werden. Sehr schön. Der ist sogar schon leer. Achso, weil der Zug auch leer ist. Okay. Also an Wasser mangelt es echt nicht, ey. Es ist echt krank, was ich hier oben an Wasser habe. Verarbeite doch mal. Bring mir mal was zum Verarbeiten. Arbeite dran. Ne, ich guck gerade, warte mal, Sulfuric Wastewater ist hier leer. Die verarbeiten sogar Wasser. Ah, aktuell ist auch noch 2 Carfire laufen, ne? 2 Carfire? Carfire, also Kläranlagen. Für Heavy Fire. Hä? Nicht für Wasser.
Mineralisiertes Wasser. Ja, das muss. Dafür, wir kriegen viel zu wenig Schwefel, glaube ich. Ja, leider. Dem gehe ich mich aber auch gleich mal an, aber. Deswegen ja. Läuft nämlich diese Anlage hier gerade gar nicht. Wir haben so viel Kristalle und können sie nicht verarbeiten, weil hier. Oh, warte mal, Sulfuric Acid ist voll. Wieso läuft die Anlage nicht? Oh nein, hier ist ein Schaltungsfehler. Oh. Okay, hast du genug Säure? Bup. Ja, nur da, wo sie nicht verwendet wurde, sind die Tanks voll. Ja, ich weiß, für den Moment. Ja, aber hier geht's gleich echt gut ab. Oh, hier fehlt echt noch einiges in Einstellungen, sehe ich gerade. Was ist denn hier los? Habe ich hier irgendwas vergessen? Ach ja, auch. Sage mal, habe ich hier geschlafen? Ist ja furchtbar. Wer weiß. Ja, ohne Scheiß, ey. So, wie soll die Antwort sein? Ist das eigentlich Absicht, dass du die komplette Leitung ein versetzt gelegt hast und nicht schön bündig? Bei dir? Ja. Nee, da, wo du die neue Leitung reingezogen hast, vom Abwasser. Das ging teilweise nicht anders, weil Abgänge waren dazwischen. Musst mal gucken. Also es geht nicht überall. Ja, ich seh's gerade. Leider. Leider. Wird auch lustig, da kommen ja noch mehr Leitungen dazu. Die muss ich dann wahrscheinlich überm Fließband legen. Ja, okay, da sieht's echt hässlich aus. Das hätte ich ja da auch anpassen können, ja. Oh, das mache ich kurz. Das sieht echt scheiße aus. Es müsste übrigens schon Abwasser bei dir oben gewesen sein. Das neue. Kann durchaus angehen. Ich achte ja gerade noch nicht drauf. Ja, ich guck mal, ob deine Anlage neues Zeug fabriziert. Ja, da kommt's raus. Dieses komische Schwefelgedöns. Sehr schön. Ist das der gleiche Zug, der hier das transportiert? Ja. Oh. Weil bislang nur Schwefel da war, habe ich noch nichts eingestellt, also von dem her. Und das ist auch alles voll mit Schwefel da oben. Ja, ich sehe es gerade im Warenhaus, dass das voll ist. Ja, weil das hatte ich mal geschaltet gehabt, momentan aber nicht, weil, ja. Ja, logisch, klar. War ja nichts anderes da. Genau. So kommen nach und nach immer mehr Probleme. Probleme, Probleme, Probleme. Ah, sind alle dazu da, um gelöst zu werden? Keiner hat Probleme. Wir haben nur Lösungen, keine Probleme. Ey. Mal gibt's ein Thema. Oh, scheiße, scheiße. Ha, ha. Okay, das war eine Pumpe zu viel. Das war die hier. Oh, zwei Pumpen zu viel. So. Das wollten wir bündig. Hey. Da wird ja ein Kleinding gesetzt. Waffen oder was? Vielleicht. Habe ich auch nichts Besseres gehabt. So sieht es auch schon besser aus. Da hat sogar von der Reihe, von der Reichweite gereicht. Hm, komisch. So, jetzt sieht's bündig aus, kein. Dieser einen hässlichen Sache da. Dann können die aber doch weg. Boah, was diese eine Pumpe hier ausmacht, ist ja krass. So. Oh, Bremskraft. Ah, wird gepumpt. Das ist voll, voll, voll. Ah, das erste wird bald leer sein. Ah, das zweite ist auch schon leer. Sehr gut. Das läuft hier einspurig rein, weil wir hier noch einen roten haben. Können wir hier... Ja, wir können einen grünen hinsetzen. Sehr geil. Wir könnten natürlich auch einen roten hinsetzen und einfach hier einen zweiten Teiler, aber... Die Mühen machen wir uns jetzt nicht. Mining Drills, hui. Okay. Ja, Titan haben wir also, warum nicht? Ja, klar. So, wo kommt er raus? Da. Läuft schon mal das hier ein Tickel. Huh. Ein Tickel ist gut, ey. Ho, ho, ho. Flop. Sehr schön. Die Anlage braucht natürlich hier Hydrofluoric Acid. Das werde ich jetzt von Hand mal oben reinschieben erstmal. Kann ich das? Ist das irgendwo noch zwischengespeichert? Ja, hier. Okay, ich habe noch nicht so viel Platz im Inventar. Moment. Was haben wir denn hier Schönes drin? Okay, das müssen wir auch noch irgendwie hier rüber kriegen. Ist sogar wahrscheinlich.
Okay, ist alt. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, vor lauter Spielereien, wir machen hier kurz einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Ciao. Ciao.